Einen wunderprächtigen, schönen guten Tag und willkommen zurück bei Susi 3 der Aerosoft Edition. Heute auf der Strecke Kassel-Göttingen mit der Baureihe 427, auch bekannt als Flirt 1. Da unten steht sie. Der Firma Cantus. Wir fahren heute einen 115 Meter langen Zug, den RB 24004. Start ist um 6.40 Uhr. Mit Halt heute im Abzweig Niederwilmer. Dann noch in Irsingshausen. Überfahrt durch Kragenhof. Mit nächsten Halt in Spiele. Und schließlich in Hannover Münden. Wenn ich das jetzt hier richtig lese. So. Die 427. Die kennen wir ja schon aus dem Add-on für Train Sim World 3. Der S-Bahn Zentralschweiz, Zursee, Luzern. Dieser Triebwagen. Der hat es auch schon ein bisschen in sich. Wie ich das jetzt hier so gelesen habe, der hat eine Anfahrbeschleunigung von 1,2 Meter pro Sekunde. Fährt auch nur 160 Stundenkilometer. In seiner ersten Klasse sind, naja, nur so 16 Plätze. In der zweiten Klasse 143. Und Klappsitze gibt es natürlich auch, ne, falls dann vielleicht mal Fahrräder, Kinderwagen oder Rollstühle mitgenommen werden. Ansonsten ist das Fahrzeug eigentlich schon recht schön. Es steht auch noch geschrieben, dass die Cantus Verkehrsgesellschaft mbH bestehend aus der Bietergemeinschaft Hamburger Hochbahn AG und Hessische Landesbahn GmbH für den Betrieb auf dem Nordosthessen-Netz 14 dreiteilige und 6 vierteilige Triebzüge des Flirt, des Typs Flirt, bestellt hat. Der Einsatz der Fahrzeuge erfolgt ab Dezember 2006 auf den Strecken Göttingen-Eichenberg-Kassel, Kassel-Bebra-Fulda, Göttingen-Eschwede-Bebra und Bebra-Eisenach. Der Flirt verfügt über eine hohe Antriebsleistung und eine maximale Geschwindigkeit von 160 Stundenkilometern. Der helle, freundliche Fahrgastbereich ist barrierefrei und bietet individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Das klingt für mich ganz gut. Ich weiß nicht, ob die Firma Cantus überhaupt heute noch fährt. Es gibt viele Firmen, so eine Privatbahn, die auch insolvent gegangen sind oder aufgekauft wurden. Ja, vielleicht kennt ja der eine oder die andere die Geschichte von Abellio. Den hat es ja nicht so ganz gut erwischt. Leider. Dabei finde ich Abellio eigentlich ganz gut. Wir sitzen jetzt hier in unserem Führerstand. Und mal wieder gibt es keinen Ebola. Das ist Kacke. Ansonsten muss ich mich hier orientieren an dem, was ich hier habe. Ziehe mir das mal ein bisschen weiter runter. Ja. Ungefähr so. Ja. Ist schon mal noch nicht so ganz das Wahre. Ja, so ein bisschen runterziehen. So. Jetzt muss ich das wieder ein bisschen hoch machen, damit ich. Hoppala, da hat man es ja mal kurz gesehen. So. Okay. Abfahrt ist um 6.46 Uhr. Da spulen wir mal ein bisschen vor. Die Zeit brauchen wir ja hier nicht warten. Wir haben, wie ich hier sehe, einen Kombihebel. Das ist gut. Dann brauche ich mir so keine großen Gedanken mit dem Bremsen machen. Brauche ich nur mein Mausrad.
Während wir noch die letzten Minuten hier absitzen, kann ich ja mal den Zug zeigen. Da ist er. Schönes Teil. Wir fahren ja von Kassel direkt durch bis nach, also nicht bis nach Göttingen, sondern nur bis Hannover-Münden. Ne? Wartet. Wenn ich es richtig gesehen habe, dann müsste F dann Fulda sein. Fulda, Irsingshausen müsste es sein. Wir fahren in einer Doppeltraktion, das ist ganz cool. Müssen wir mal gucken. Ja, ziehen wir das hier mal ein bisschen rum. Da hier, Kantos Verkehrsgesellschaft. Reingucken können wir natürlich nicht, denn das sieht dann so aus. Nicht so schön. Tö. Cool, cool. Also Kantos hat auch schon ein tolles Design. Es erinnert mich so ein bisschen an die Odeck. Und so ein bisschen an die bayerische Bahn, Länderbahn oder wie das heißt. Irgendwie so. Auf jeden Fall ein schönes Gefährt. Ach ja, mit F12 können wir ja nach hinten gucken. Ah, wir haben einmal die 004 und einmal die 504 hinten dran. Okay. Ich denke mal, dass wir auch mit ZZA arbeiten können, aber so wie ich das jetzt hier richtig sehe, funktioniert das nicht. Oh, ui, das ist ein schönes Bild. Tö, muss ich mir natürlich erstmal speichern. Ah, Türen gehen zu. Ja. Tür zu? Sind jetzt hier beide zu oder? Ah. So. Ah ja, jetzt. Ah, guck mal, da kommt eine. Was ist denn das? Ah, ist mir bekannt. 628, oder? Wir dürfen rausfahren mit 60. Okay. Es sei denn, wir haben eine langsame Fahrt, die nicht mit einem Zusatzsignal angezeigt wird, dass wir 40 fahren sollen, sondern mehr. Dann ist es nur 40. Wir gucken mal, so wie das aussieht, haben wir kein Zusatzsignal mit dabei. Also heißt es 40 Stundenkilometer. Oder wird da was anderes angezeigt? Müssen wir mal gucken. 50. Okay. Dürfen mit 50 raus. Dann machen wir das. Ich habe mir mal so die anderen Arten mal angeguckt und die sind ja leider nicht so berauschend. Da gibt es manchmal nur eine Fahrt von 13 Minuten oder 20 Minuten mit einem Halt, mit keinem Halt, wo man von Signal zu Signal fährt. Das ist dann auch irgendwie nicht so das Wahre, das Gelbe vom Ei. Dann habe ich jetzt hier die Strecke Kassel. Was war das? Ebersberg? Nee, Eschwede. In Göttingen gefunden und dachte ich mir, ja, das klingt doch gut. Mit der 427. Dachte ich mir, Triebwagen ist immer toll. Rein in die Olga. Ich glaube, diese Karte ist, wenn ich mich recht besinne, angesiedelt mehr so in der Neuzeit. Aber der Fahrplan ist, glaube ich, fiktiv. Bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. So. Die Kilometertafeln, die gehen rückwärts, okay. Wir sind jetzt bei 164,7. Das heißt, wir dürfen hier schon 80 fahren. Okay. Laut dem Plan
bis 80 beginnen ab 165,2. Und wir sind ja schon bei 164,4. Das heißt, wir gehen jetzt hoch auf 80 und dürfen ab 162,8 dürfen wir 130 fahren. Lohnt sich aber nicht, denn bei 161,2 kommt schon unser nächster Bahnhof. Das heißt, wir gehen hoch auf 80, fahren höchstens 100 Stundenkilometer und dann müssen wir schon abbremsen. So, 80 haben wir immer noch. Ja, ich muss mal gucken, 162. Naja, ist ja noch ein bisschen Zeit. 80 dürfen wir immer noch. Da hinten kommt ein Signal, ist es unseres? Wenn ja, dann haben wir gleich Rot zu erwarten. Und durch meine Chaos-Einstellungen mit 1,67%, höher habe ich nicht eingestellt, dürften wir garantiert ein Signal erwarten mit Vorbeifahrt. Ah ne, okay. Es ist einfach nur rot gewesen und jetzt ist es grün. Zu Befehl. Ja. Also ist wohl noch 80, oder? Ah ne. Oh. Huch, es geht ja rückwärts. Hm. Wir dürfen schon längst 130 fahren. Dann gehen wir mal ein bisschen Stopp. Denn wir haben schon Verspätung. 2 Minuten. Naja, so viel Gas geben wir jetzt auch nicht, denn hier kommt ja schon der Bahnhof. Nee. Menschenskinder, falsche Seite. Jetzt, meine Güte. So, ein Aufenthalt von 1 Minute. Das heißt, gleich dürfen wir weiterfahren. Da steht bei 159,1, dass wir 130 Stundenkilometer fahren könnten. In Klammern steht aber 140. Ist es jetzt wegen GNT oder wie ist das jetzt gemeint? Wenn auf einem anderen Teilstück steht, oh. So, jetzt, meine Güte. Auf einem anderen Teilstück steht bei Fulda Irsingshausen bis vor Kragenhof steht 110 in Klammern 100. Hm. Keine Ahnung, woran das liegt. Naja. Haben wir erstmal weiter. Wir haben ein bisschen Verspätung, da ich zu spät gemerkt habe, dass wir schon längst 130 fahren dürfen. In 4 Kilometern kommt Fulda-Irsingshausen. Ist ja wirklich so naheliegend, ja? Kassel und Fulda. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Hm.
Ja, ich gucke mal. Noch ist ja alles okay. Nee, Hamburg, Kassel. Gucken wir mal, während der Zug langsam beschleunigt. Ah, gelbe Signal, rote Signal erwarten. Sei so schnell, brauche ich jetzt ohne fahren. Okay, ist grün, nevermind, Vollstoff. Piep, du mich auch. Da ist Dresden, Leipzig, Erfurt, Jena, da ist Halle. Halle an der Saale. Aber wir wollen nach Kassel. Ah ja, da. Ach, bei der 130 steht auch 100. Und dann später erst 130. Okay. Verstehe ich nicht. Ach, Hannmünden. Ah. Das heißt Hann.Münden, aber... Ist nicht Hannover. Das heißt Hann.Münden. Ach, da kommt ja schon unser Bahnhof. Ach, das heißt einfach so Hannmünden. Ah. Oh, 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 oh. Oh. Ups. Hochhaller. Ah, die Handbremse, meine Güte. Die Notbremse habe ich doch gar nicht betätigt. Hm. Ah, Hannmünden, okay. Ah, Fulda, Fuldatal Oesingshausen, oder? Das Hannmünden. Fuldatal. Kann man mal kurz gucken. Ah ja, gut, wenn man jetzt Oesingshausen eingibt, dann, Mann, guck mal die... Jetzt. Oh. Dann kommt eine komische Firma. Aber nicht das, was ich gesucht habe. Tö. Hm. Und das ist auch bei Bielefeld. Ah ja, okay. Gut zu wissen. Ah, das Hof, das Coburg, Schweinfurt, Bad Kissingen. Nee. Ach, Oesingshausen. Ach, Fuldatal Oesingshausen. Ah, okay. Aber das war jetzt Abzweig... Au Niederwilmer. Okay. Ah. Es gehört wohl noch zu Kassel. So, Niederwilmer. Ach, Wilmer, Niederwilmer. Okay. Gehört alles noch zu Kassel. Oder neben Kassel, an Kassel, bei Kassel.
in Kassel, um Kassel. okay. Also von Kassel gestartet. Dann Welmer, Niederwelmer. Dann Fulda-Teil Oersingshausen. Naja, okay. Hä? Aber dann... Warum kommt denn jetzt hier eine 90? Oh! Nee. Nee, ich habe an allen angehalten. Nee. Ich wollte schon sagen, warum kommt denn jetzt hier die 90? Die steht noch gar nicht auf dem Plan. Ich habe mich verguckt. Wir sind schon bei Kragenhof. Boah, Spiele. Also kommt auch gleich Spiele. In 4 Kilometer. Okay. Ist jetzt auch ein langer Oh, das war bestimmt am Bahnhof. Das ist jetzt ein langer 90-Stunden-Kilometer-Teil hier. Das heißt, ein bisschen gucken, wie wir fahren. Kragenhof, dann kommen Spiele. Dann gibt es einen Kilometersprung mit Absatz 1. Kilometersprung nur im Regelgleis. Okay. Also bei uns. Und bei 2 steht Kilometersprung nur im Gegengleis. Also hier. Okay. Ja, glatte 90. Kann noch nicht besser laufen. Bei Kilometer... dann ist Kranghof schon weg. Dann sind wir an Kranghof schon vorbeigefahren. Es war bestimmt dieser kleine Punkt da, wo ich gesagt habe, es war mal ein Bahnhof. Das kann es gewesen sein. So, Langsamfahrt erwarten. Kein Zusatzsignal, also 40 Stundenkilometer. Moin, Kollege. Okay. Steht nichts im Plan. Aber wir müssten ja gleich Spiele erreicht haben. Ach, die Nase ist noch zu. Aber der Husten und so ist weg. So gut wie. Nur die Nase, die macht noch Terror. Die ist noch ein bisschen dicht. Vielleicht habe ich auch ein bisschen zu früh abgebremst, aber... Ja, doch ein bisschen früh. Da jetzt. Nee, ist genau richtig. Ich werde mal hupen. Klingt es also... okay. Von gelb... Steht Langsamfahrt erwarten. Das war zweimal. Hier. Wir fahren einfach aufs Gegengleis. Okay. Ob das so gewollt ist? Deswegen. Ein Ferkeltaxe. Vom Signaldienst. Okay, cool.
War bestimmt der, der vor uns gefahren ist. Tatsache. Ach, da steht auch Stufenberg. Nee, Stauffenberg, ne? Ah, Stauffenberg. Spiele. Cool. Einmal Screenshot für Flippo. Danke. Ist ja cool. Wir hätten schon lange bei Kilometer 145. Ach, wir hätten. Oh, wir hätten schon längst in Hanmünden sein müssen. Oh, okay. Überholt uns jetzt der oder bleibt er stehen? Ach, der bleibt stehen. Okay. Ist ja cool. Der Kollege kam entgegen. Einmal Wechselgleis, hier einmal rüber. Von der Signaltechnik. Und dann noch mit einem Ferkeltaxe. Das ist cool. So, wie schnell dürfen wir jetzt eigentlich fahren? Wir sind ja jetzt auf dem Gegengleis. 90. Ah, okay. Es sind immer noch 90 Stundenkilometer. Und laut dem Fahrplan wären wir jetzt eigentlich schon durch, ne? Jetzt haben wir doch ein bisschen Zeit hier. Ja, hier gelassen. Ne? Boah, wie man das so sagen will. Hier ist auch eine abgelegene Strecke. Jetzt müssen wir doch wieder leicht runter. Ich habe vergessen, dass wir noch Langsamfahrt erwarten hatten. Zweimal. Einmal für vorhin. Und einmal für jetzt. Denn es muss ja auch irgendwann auch wieder rübergehen, ne? Denn unser Atze, der folgt uns leider nicht. Zack. Geh mal rüber. Ach, kick mal. Ja, es tut uns leid, wir haben ein bisschen Verspätung. Musstest du ein bisschen warten? So, V101, wa? V101, V100, wa? Ach, 300, ah. Cool. Wir geben ja schon ein bisschen Gas, damit du vorbeifahren kannst, ne? Tja, ist doch ein bisschen Verspätung mit dazu gekommen. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich denke mal, das war so ein Chrono-Event. Aber so sicher bin ich mir jetzt auch nicht. Jetzt muss ich mal nochmal kurz gucken. Wir dürfen bald wieder 110 fahren, aber dann auch wieder 90. Für 3 oder 5 Kilometer dürfen wir nochmal 110 fahren. Huch, jetzt bin ich ein bisschen schnell. Jetzt sind wir gerade bei 148,8. Theoretisch dürften wir wieder 110 fahren. Ich muss mal gucken. Bei 148 glatt dürfen wir. Ach ja, da steht es auch. So. Jetzt dürfen wir. Wir haben 115 Meter. So eine Tafel hängt alle 200 Meter, also die Hälfte von der Tafel ungefähr müssen wir abfahren, um dann auf
110 beschleunigen zu dürfen. Bei Geschwindigkeitsveränderungen, die ins Plus gehen, muss erst die hintere Achse vom Zug an der Tafel vorbeigefahren sein, dann ist es erst rechtskräftig. Und bei Geschwindigkeitsveränderungen ins Minus ist es genau das Gegenteil. Da muss die vorderste Zugachse schon drüber sein. Also ab da gilt es. Also wenn da sich jetzt eine 80 nähert, ne, müssen wir ja vorher quittieren. Wenn wir aus einem höheren Bereich kommen, da heißt es wohl 20 Stundenkilometer Unterschied. Also wenn ich jetzt 100 fahre und da kommt eine Ankündigung auf 80, liegt dann erst ein Magnet, wenn 20 Kilometer Unterschied liegen. Wir quittieren ja trotzdem. Und dann muss die vorderste Achse vom Zug bis dahin auf die 80 runtergebremst sein. Von den 100 auf 80. Das heißt, wenn jetzt hier wir 110 fahren und dann kommt die Ankündigung auf 90. Natürlich wird es quittiert. Theoretisch quittieren wir bis 99. Da es in 5er Schritten geht, bis 95. 95 gibt es nicht, also bis 90. Wird 90 quittiert. Abgebremst runter auf 90. Wird auch nochmal quittiert, wenn dann die erste Zugachse die 90 erreicht hat. Ob digital oder als Tafel. Und so kann man sich das merken. Ins Plus gerechnet ist natürlich andersrum, wie ich es erklärt habe. Da geht es erst, wenn die hinterste Zugachse durch ist. Da siehst du, 90 quittieren runter. Lag jetzt aber kein Magnet da. Warum auch immer. Also man sagte, dass es 20 Kilometer Unterschied sind. Oder ab 20 Kilometer. So, jetzt sind wir auf 90 runter. Und dann ab der Tafel müssen wir mit der ersten Achse drüber sein mit 90. Jetzt haben wir eine Ankündigung auf ein rotes Signal. Beispiel, wir haben einen Zug mit 300 Meter oder mit 400 Meter, ist einfacher. Und wir fahren mit 80 km/h aus dem Bahnhof und dürfen dann 130 fahren. Müssen wir 400 Meter warten, bis wir dann 130 fahren dürfen. Da eine Tafel auf 200 Meter hängt, müssen wir also zwei Hektotafeln abwarten, bis wir 130 fahren dürfen. Kann man sich so merken, Tafel 1, 2, oder? 2, ja doch 2. An der Tafel 2, wenn wir die überquert haben, ist der erste Teil vom Zug an der ersten Tafel vorbei. An der zweiten Tafel ist der Zug dann zur Hälfte und an der dritten kann er dann rüber oder irgendwie so. Also so ungefähr zwei Tafeln muss man abwarten und ab der dritten kann man dann Vollstoff geben. Oder ungefähr ab der Hälfte der dritten Tafel so ungefähr. Also immer die Zuglänge. Und da wir 115 Meter haben und die Tafel hängt auf 200 Meter, kann man sich so vorstellen, hier, wo der grüne Button ist, die Ankündigung auf 110, ne? Da fahren wir drüber, blub, 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 lass mal hier 200 sein, 400, 600. Hier hat die Hälfte des Zuges die Tafel erreicht, so ungefähr.
Und irgendwo ab hier kannst du dann anfangen, Gas zu geben. Na, hier ist die Tafel. 200, 400, 600. 400 Meter hast du. Also ungefähr hier ab dieser Tafel kannst du Gas geben. Denn die Tafel mit den 110 Stundenkilometer, die war ja ein bisschen früher. Es kann natürlich auch sein, dass die Tafel mit der Stundenkilometeranzahl genau an der Hektotafel ist. Das ist auch möglich, kommt selten vor. Aber dann wäre es vom 10 her sogar einfacher. Oh, Türfreigabe vergessen. Aha, okay. Kann ich ja nochmal zeigen. Also nehmen wir mal an, die Tafel ist genau hier. Da, wo hinten die Hektotafel ist. Dann kann man sich das einfacher merken. Beides ist hier. 200 Meter, 400, 600. 110 oder 115 Meter haben wir. Also dürfen wir ungefähr hier in der Mitte schon langsam Gas geben. Oder ungefähr hier. Haben wir selbe Szenario mit 400 Meter. Sind die beiden hier? 200, 400, 600. Das heißt, ungefähr hier dürfen wir Gas geben, wenn wir 130 fahren dürfen. Hier sehe ich gerade, ich habe mit 55,8% abgeschlossen. Keine Zwangsbremsung, also das war es nicht. Die Verspätung, ja, 8 Minuten insgesamt. Einmal schlechter Fahrstil, das war bei dem Haltepunkt, glaube. Oder, nee, das war bei Fuldatei-Oersingshausen, wo ich ein bisschen in die Eisen gegangen bin. Es war aber keine Zwangsbremsung. Siehst du? Viermal Türfreigabe vergessen. Das kann ich mir nicht vorstellen, denn ich hatte immer die Tür offen. Aber okay. Jo, das ist doch ein guter Ansatz. Damit würde ich sagen, vielen Dank für die Interesse, fürs Zuschauen und dann sehen wir uns bei der nächsten Fahrt. Beim nächsten Video, beim nächsten Live, je nachdem, was mir so ja, in den Kragen fällt. Bis die Tage.